In Overwatch von Blizzard Entertainment treten zwei Sechser-Teams in einer Mischung aus Team-Shooter und MOBA gegeneinander an und versuchen, je nach Modus, Punkte auf der Karte zu verteidigen, sie einzunehmen oder Frachtwagen zu einem Ziel zu begleiten. Das alles natürlich unter Zeitdruck und dem ständigen Einmischen des gegnerischen Teams. Das Wichtigste ist dabei die Heldenauswahl, denn nur ein gut ausbalanciertes Team kann gewinnen, weswegen man auch während der Runde seinen Helden wechseln kann. Denn jeder Held hat einen anderen Helden, gegen den er besonders effektiv ist, und einen anderen, gegen den er besonders schwach ist. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie bei Schere, Stein, Papier. Die Spieler müssen deswegen gut aufpassen, wie das eigene und das gegnerische Team aufgestellt sind, um Schwachstellen zu erkennen und auf diese zu reagieren. Die strategische Absprache im Team wird hier nochmal besonders deutlich, denn wer einen Alleingang versucht, kann schnell der Grund dafür sein, dass das Team die ganze Runde verliert. Die Helden sind in drei Kategorien unterteilt: Schaden, Tank und Unterstützung. Bevor man einer Runde beitritt, wählt man aus, in welcher Rolle man antreten möchte. Die Rolle kann während der Runde dann nicht gewechselt werden und man kann nur zwischen den Helden der entsprechenden Rolle wechseln. Unter Schaden finden die Spieler offensive Helden mit wenig Lebenspunkten, die aber viel Schaden austeilen können und ideal für einen Angriff an vorderster Front geeignet sind. Und defensive Helden, die ebenfalls viel Schaden austeilen können, aber eher als das Rückgrat eines Teams zu verstehen sind, weil sich ihre Fähigkeiten deutlich besser eignen, um gesicherte Bereiche zu verteidigen. Tanks haben die meisten Lebenspunkte und bringen verschiedene Fertigkeiten mit, um Teammitglieder vor Schaden zu schützen. Unterstützer assistieren ihren Teammitgliedern, indem sie zum Beispiel ihren Angriffs- oder Verteidigungswert verbessern oder sie heilen, haben aber selbst nur wenig Lebenspunkte, weswegen sie beschützt werden müssen. Jeder Held bringt seine eigenen Fähigkeiten und Waffen mit, die die Spielweise maßgeblich beeinflussen. Ein Unterstützer bietet sich zum Beispiel kaum für einen Sturmangriff an. Jeder Held hat normale Fähigkeiten, die nach einer kurzen Abklingzeit wieder einsatzbereit sind, und eine ultimative Fähigkeit, die erst einmal aufgeladen werden muss. Das passiert im Laufe des Gefechts ganz automatisch, lässt sich durch ausgeteilten Schaden oder dem Heilen eines Mitspielers aber beschleunigen. So ergibt sich allein durch die wechselnden Helden während der Runde schon ein dynamisches und abwechslungsreiches Spiel. Jeder Angriff in Overwatch hat einen definierten Schadenswert. Ein Kopfschuss bewirkt den doppelten Schaden. Um den Schaden abzufangen, gibt es neben der Lebensenergie noch Rüstung und Schild. Beides wird in entsprechender Farbe vor den Lebenspunkten angezeigt. Wie viel Schild, Rüstung und Lebensenergie zur Verfügung steht, unterscheidet sich je nach ausgewähltem Helden und manche haben lediglich ihre Lebensenergie zur Verfügung. Der erlittene Schaden geht zuerst gegen den Schild. Das ist die blaue Anzeige hier. Wird 3 Sekunden lang kein Schaden erlitten, lädt sich der Schild automatisch wieder auf. Ist der Schild aber verbraucht, geht es an die Rüstung, die im Vergleich zu den anderen Werten nur reduzierten Schaden nimmt, hier in Gelb. Es gibt die Rüstung, mit der der Spieler von vornherein ausgestattet ist, und die Rüstung, die durch Fertigkeiten gewonnen wird. Erstere lässt sich wieder auffrischen, letztere nicht. Sind Schild und Rüstung aufgebraucht, geht es direkt an die Lebensenergie des Spielers. Das ist der weiße Balken hier. Die Lebensenergie kann zwar durch Heilung und Medikits wieder aufgeladen werden, sinkt der Wert aber auf 0, ist der Spieler besiegt. Medikits sind auf der Karte verteilt und respawnen nach einiger Zeit an ihrem ursprünglichen Ort, sodass sie ebenfalls strategisch genutzt werden können. Kleine Medikits heilen 75, große Medikits heilen 250 Lebenspunkte. Overwatch kann in verschiedenen Modi gespielt werden und die drei Klassiker wollen wir euch heute mal kurz vorstellen. Da wäre zunächst der Eskorte-Modus. Darin begleitet das angreifende Team einen Frachtwagen, der sich auf einem bestimmten Weg zu einem vorgegebenen Ziel bewegt. Je mehr Helden des angreifenden Teams in der Nähe sind, desto schneller bewegt er sich. Die verteidigenden Spieler versuchen das zu verhindern, bevor die Zeit abgelaufen ist oder der Wagen sein Ziel erreicht. Ist ein Spieler besiegt, taucht er nach einiger Zeit wieder auf und versucht seinen Freunden zu helfen, bis die Zeit um ist. Im Angriff-Modus gibt es Punkte für das angreifende Team, das markierte Bereiche in einer bestimmten Reihenfolge einnehmen muss. Für die Angreifer reicht es, lang genug in einem solchen Bereich zu stehen. Ihr seht an diesem Balken, wann der Punkt eingenommen ist. Das verteidigende Team versucht, das zu verhindern. Im Kontrolle-Modus
kämpfen die Teams darum, einen einzigen Bereich für eine gewisse Dauer zu verteidigen. Welches Team den Punkt gerade kontrolliert, erkennt man an dem Rahmen auf dem Boden und hier oben. Hier wird oft als Best of 3 oder Best of 5 gespielt. Manche Karten bieten auch eine Kombination der Modi an. Da muss zum Beispiel erst ein Bereich eingenommen werden, bevor der Frachtwagen auftaucht und verteidigt werden kann. Mit der Overwatch League hat sich das Spiel mittlerweile als eigene E-Sport-Disziplin etabliert. Hier kämpfen professionelle und aufwendig gecastete Teams gegeneinander um den Sieg. Die Anzeigen sind komprimierter, aber ihr erkennt auf den ersten Blick die Teams, die Prozentzahlen für die ultimative Fertigkeit und die Schild-, Rüstungs- und Lebenspunkte wieder. Damit die Spieler noch tiefer in die Welt des Games eintauchen und mehr Infos zu ihren Lieblingscharakteren bekommen können, gibt es außerdem Comics und Kurzfilme, die spannende Geschichten erzählen. Das war es dann aber auch schon in aller Kürze zu Overwatch. Wir hoffen, dass ihr jetzt einen kleinen Überblick gewinnen konntet und euch nicht fragen müsst, was da was auf dem Bildschirm zu bedeuten hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und ein Abo dalasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.